zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5. Am 14. Oktober fand in der Thalia-Filiale im Schlosspark Center Schwerin ein ganz besonderes Event für viele Lesefans statt. Der deutsche Schauspieler, Stuntman, Sänger und Synchronsprecher Hendrik Durin hat aus seinem Buch »Sie sind doch der Lehrer, oder?« vorgelesen. Unteroffizier Spick konnte seine Hände nicht zurück in die Hosentasche stopfen, musste mindestens 5 Minuten den 3000 Quadratmeter großen Platz in der Mitte zwischen den Baracken, dem Regimentsgebäude, der Kantine und dem Offizierscasino inspizieren, bevor er wieder abmappen konnte. Armbrust 2 Oberfeldwebel Kloß verbrachte einmal lebenslänglich in dieser Trostlosigkeit im Land der drei Meere. Waldmeer, Sandmeer? So sieht's aus. Hendrik Durin ist vor allem durch seine Rolle bei der RTL-Serie Der Lehrer bekannt geworden. Während der Lesung geht der Schauspieler ganz individuell auf sein Publikum ein. Die Leute, die kommen und Karten bekommen haben, die können sich auf eine schöne Stand-Up-Lesung freuen, von der ich selber nicht so genau weiß, wie sie laufen wird, weil ich muss die Leute ja erstmal kennenlernen. Ja, das ist wie, wenn du Gäste einlädst und weißt nicht, wer es ist, ne? Muss sie erstmal kennenlernen und dann kannst du entscheiden, was du für eine Performance machst. Bei der Gestaltung seines Buches sticht besonders eines hervor. Der Aufbau seiner autobiografischen Shortcuts scheint auf den ersten Blick recht untypisch. Den Versuch unternommen, das witzig umzusetzen in 12 Episoden. Also in 12 Stories, meistens wirklich Kurzgeschichten. So. Und in diese Geschichten aber tatsächlich ein Gedankenkonvolut eingebaut, was zum einen sehr, sehr heiter ist, wo man ziemlich viel lachen kann, aber zum anderen halt wehtut, weil es nicht mit mir, sondern vor allem mit dem Lesenden selber zu tun hat. Das Besondere an seinem Buch, zum einen lernt der Leser Durins Innenleben etwas näher kennen. Zum anderen soll sich aber auch der Leser mit sich selbst beschäftigen, so Durin. Egal welche Episode du nimmst oder welches Interview du da nimmst, du fängst an zu lesen, die meisten Rezensionen sind auch so. Die meisten Leute, die es gelesen haben oder die es lesen, sagen, Alter, ich habe gedacht, ich erfahre jetzt über dich und hier mit wie vielen Kindern, mit wie vielen Frauen und ob du vielleicht doch ein bisschen homosexuell bist oder irgendwas so. Gar nicht, gar nicht. Aber über mich, die ganze Zeit über mich. Also fast wie so eine heitere Beschwerde, ne? dass man, eigentlich wollte man was Voyeuristisches und bekommt es aber halt nur in ganz geringen Dosen. Wer jetzt Lust bekommen hat, die spannend komischen 12 Episoden und Interviewteile des Lehrers selbst zu lesen, findet diese selbstverständlich bei Thalia im Schlossparkcenter Schwerin. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5.